Wir schauen uns jetzt die Asia-Wochen bei Gunnar's Go-Show an. 145 Kommentare bei 1900 Aufrufen ist eine sehr, sehr starke Bewertung. Das zeigt mir jetzt schon, das wird ein krasses Video. Und vor allem hat es kaum Dislikes. Leute, das ist es. Ja, herzlich willkommen bei den Asia-Wochen bei Gunnar's Kochshow. Sayonara. Ja, Prost. Das ist aber ein leckerer Pflaumenwein. So, liebe Freunde, jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie man... Ey, die Hintergrundmusik ist immer da. Immer die... Oder die Mario Kart-Musik. Tanks gemacht werden. Jo, der hat ein Laufband sich geholt. Fitnessguru. Alter, er wird einfach der neue Fitnessguru. Wann macht der eigentlich... Irgendwann kocht er bestimmt und läuft währenddessen. Es ist noch eingepackt. Ja, aber ey, bald wird abgespeckt. Bald ist... Gunnar Lindemann, nicht mehr Gunnar Lindemann, sondern Gunnar de Soest oder sowas. Als erstes nehmen wir die Original Marzana Wantang Plättchen. Die legen wir hier schon mal aus. Sieht gut aus. Ja, da muss man dann gucken, wie viel man essen möchte, wie viele Plättchen man nimmt. Wir haben jetzt hier mal 6 Stück vorbereitet. Das ist eigentlich eine Portion für einen Durchschnittsmarzana. Man kann natürlich auch mehr oder weniger machen, je nachdem, wie man Hunger hat. Als erstes habe ich hier in dem Topf, liebe Freunde, wie ihr seht, nicht anfassen den Topf, Backfett heiß gemacht. Erhitzt, ist hier schön am Dampfen, am Qualmen. Man merkt auch richtig die Hitze, weil die... Das kann gefährlich sein, ne? Also da muss er vielleicht doch mal eine intensivere... Hallo, Motherfucker! Schön, Foxy! Schön, dass du am Start bist! Ja, danke für die 200 Bits. Hier müsste man eventuell mal noch eine Warnung aussprechen, ja, weil ich finde, man könnte sich hier schon zu krass verbrennen. Ja, man sollte jetzt nicht dort, keine Ahnung, mit Feuer und Wasser und sowas spielen, weil das wäre jetzt zu viel. Deswegen hier würde ich ganz klar nochmal eine Warnung zeigen, auch nochmal im Nachhinein. Ne, weil, vielleicht kommt das noch, ja, das kann sein, dass das noch kommt. Ne? Scheiße, live begrüßt dich. Die müssen ja frittiert werden, die Wangtanks, ja. Und wir wollen dann mal anfangen. Oh, danke. Als erstes unsere Zutaten für die Wantangs, die werden ja gefüllt. Ja, das ist das Original Marzana Tradition. Alter, wirklich, jetzt mal ohne Witz, wir driften völlig von diesem Dosenessen ab. Das sieht wirklich gut aus. Also hier rechts. Das sieht wirklich geil aus. Also das würde ich, Alter, das ist geil. Da, jetzt mal ohne Scheiß, das ist wirklich geil. Hier hat Maitre Gunnar... Hat hier aber was ganz anderes gezaubert. Ich halte immer meine Hand ins heiße Fett, um zu gucken, ob das heiß genug ist. So muss es sein. Also das ist auch so ein Tipp, den hat Gunnar jetzt hier nicht gezeigt, aber den sollte der ein oder andere hier zu Herzen nehmen. Ja, Dankeschön für die Tipps teilweise. Schein nichts, mein Freund. Die ersten Wantangs wollen wir mal mit Mett füllen. Ja, dazu tun wir ein wenig Mett auf die Wantangplättchen. Ein wenig mit. Das Stück ist schon zu viel, das kommt wieder weg. Auf die Wantangplättchen. Die Hingabe, ne? Die Hingabe ist stark. Da wir ein Original-Marzana-Rezept haben und es soll ja schmecken, ein wenig Salz darüber und ein wenig Chiliflocken, Original-Marzana-Chiliflocken mit darüber. So, und dann hat man ja meistens das Problem bei den Wantangs, die müssen ja zusammenhalten, die müssen ja richtig kleben. Und wir wollen die ja essen, darum können wir ja keinen Klebstoff nehmen. Also der hat nicht gezeigt, wie er das vorbereitet hat. Du musst doch, wenn du ein Essen machen möchtest, musst du doch den ganzen Vorgang zeigen. Das heißt, hier hat er jetzt wahrscheinlich Eigelb genommen und das hätte er definitiv zeigen können. Weil jetzt ist hier, das ist ja jetzt hier schon diesen Dings in der Schüssel. Ich finde, das hätte er jetzt noch, der hätte noch mal zeigen müssen, wie er das Ei vom Eigelb trennt und so und das ins Eiweiß vom Eigelb trennt und das dann dort reingießt. Finde ich sehr schade, dass hier nicht drauf geachtet wurde. Das ist wirklich schade. Haben wir hier ein Ei schon mal beschlagen. Dann nehmen wir da mit dem Pinselchen ein bisschen von dem Ei. Beschlagen, okay. Und schmieren dann so die Ränder von dem Teig hier entsprechend mit
Ei, Ei. Jetzt weiß ich halt nicht, wie man das Ei beschlägt. Das ist halt schade. Jeder Unwissende weiß jetzt nicht, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Schade. Das andere auch. Wir schmieren das schön ein, damit das hält. Schön von allen vier Seiten. Keine Seite auslassen, ne? Ihr wisst das. So, dann ganz vorsichtig mit der Gabel den Teig hochheben, über die Füllung drücken. Herrlich. Und mit der Gabel. Aber man merkt, das macht er nicht zum ersten Mal. Also der ist da so fokussiert, das ist wirklich, ich krieg Gänsehaut, ja, weil der das mit einer Hingabe macht, das ist, das sucht seinesgleichen, bin ich euch ehrlich, das sucht hier wirklich gerade seinesgleichen, finde ich wirklich wunderbar. Ne? Also, Maître Gunnar zeigt hier wirklich, was er auch so qualitativ mitbringt. Ne? In seiner Ausbildung, wirklich hat er es immer gezeigt. Es ist Wahnsinn. Ja, Juna, schön, dass du da bist. Oh, mit oder ohne Schale? Was für eine Schale? Was meinst du? Was meinst du mit Schale? Ist das Marzahneressen? Ja, keine Ahnung. Irgendwie sagt er ja nicht, dass es Marzahn ist. Hat er das gesagt, dass es Marzahn ist? Weil sonst sagt er das immer, aber jetzt, mir fehlt das so ein bisschen. Er sagt jetzt halt so asiatisch, aber ist das Marzahn-asiatisch oder ist das jetzt nur asiatisch? Ach so, mit Ei, ach so, vom, du meinst die Schale mit dem Ei, ja, also keine Ahnung, das hat er halt jetzt nicht gezeigt, ne, ob die Schale vom Ei mit dort reingehört in die Schüssel. Und das finde ich schade, das finde ich schade, weil jetzt habe ich das Problem mit oder ohne Schale und ich kann ihn jetzt nicht fragen. Also maximal in den Kommentaren und hoffen, dass er da irgendwie drauf antwortet, das finde ich sehr schade. Könnten ja mal reinschreiben, leider wurde nicht alles gezeigt, ich hänge jetzt bei dem Eigelb. Muss das mit oder ohne Schale gerührt werden? Brauche dringend Hilfe. Was ja, leider wurde nicht alles gezeigt. Ich hänge jetzt bei dem Eigelb. Muss das mit oder... Also mal schauen, ob ich eine Antwort bekomme. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Okay, nach der Reaction werden wir auf jeden Fall sehen, ob ich eine Antwort erhalten habe von dem einen oder anderen. Jetzt kriegst du direkt eine Antwort von einem von uns, ich habe auch so das Gefühl. Richtig festdrücken, damit das halt hält. Aber aufpassen, dass ihr keine Löcher in den Teig macht, weil sonst kommt das Fett hinterher durch. Dann schmeckt es nicht mehr. Nee, das stimmt. Ja, bei dem zweiten genau. Das ist wie, wenn du bei einem Dürüm... Ihr kennt wahrscheinlich alle einen Dürüm oder bei einem Döner, wenn hinten irgendwas offen ist und dann fließt die ganze Soße raus. Ganz schrecklich und das will man hier auch vermeiden. Finde ich gut, dass ihr hier den Tipp gibt. Aber das Gleiche. Drüber klappen. Mit der Gabel. Das ist ein Macher. Ganz vorsichtig, ganz schön. Überall festdrücken. Denn das Ei, das hilft uns ja quasi wie als Klebstoff, ja? Dass die Wontons schön halten. Macher. So, und dann haben wir hier unsere Wontons. Die tun wir jetzt in das heiße Frittierfett. Vorsichtig mit der Gabel, denn das Fett ist heiß. Nicht mit den Fingern da rein, ja? Oh, Jim Foxy, du musst das zurücknehmen. Er hat gesagt, nicht mit den Fingern da rein. Du hast vorhin geschrieben als Tipp, um zu testen, wie die Temperatur ist mit dem Finger in das Öl. Das ist jetzt natürlich traurig. Und da muss ich dich dann wahrscheinlich ent-VIPen, ja? Das Ei hilft uns entgegen den Migranten Gunnars Weltbild. Das stimmt also. Okay, wir wollen jetzt nicht das Ganze ins Politische ziehen, ja, weil Gunnar ist ja trotzdem ausgezeichneter Koch, muss man einfach so sagen. Und vorsichtig, es brutschelt dann richtig. Brutschelt. So, wir holen die jetzt raus. Wir nehmen dazu natürlich das Papiertuch. Wie gesagt, jetzt waren wir ein bisschen langsam. Wir hätten da eigentlich eine Minute früher rausholen sollen. Der ist blöde. Der ist dumm, wirklich. Jetzt haut der. Ach, das ist halt das Problem, weißt du, wenn du ein Maître Gunnar bist, ja, wenn du wirklich auch so ein Chefkoch bist, dann solltest du sowas auch nicht vor der Kamera zeigen, dass du hier gerade versagt hast. Vorsichtig rausholen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Vorsichtig rausholen. Ah, und dann können wir die hier schön erstmal abtropfen lassen. So, wir machen jetzt die nächsten fertig. Die nächsten Wontons nehmen wir natürlich eine andere Geschmackrichtung. Dann nehmen wir Original Marzahner Blutwurst. Ah.
So, auch hier wieder genau das gleiche, wie ich es euch gezeigt habe, liebe Freunde. Mit dem... Einfach Scheiße drauf geschmiert. Scheiße, ist das Blutwurst? Also ich weiß nicht, Blutwurst ist doch eigentlich, das sind doch mehr so auch so... Nee, keine, ist das Blutwurst? Dann nehmen wir Original Marzahner Blutwurst. Also von der Konsistenz sieht das mehr aus wie eine Leberwurst. Aber wird schon eine Blutwurst sein. Ich denke, die hat Ahnung. Ich meine, es ist Metrikona. Das sollte schon Ahnung haben. Diesmal ohne Salz und Chili. Scheiße, wir müssen darauf achten. Was haut er jetzt alles drauf? Wurst. So, auch hier wieder genau das gleiche, wie ich es euch gezeigt habe, liebe Freunde. Ja. Mit dem Ei. Schön den Teig von genau den das gleiche. Montags. Genau das gleiche. Achtet doch mal auf die Worte. Hier. Einreiben, nicht zu sparsam sein mit dem Ei, ja, das muss ja hinterher schön kleben. Jetzt ist krass. Und auch hier wieder, wie ich es euch gezeigt habe, ganz vorsichtig zuklappen, mit der Gabel andrücken, ganz vorsichtig. Das ist ein Macher. Und dann... Es gibt solche Mentalitätsleute, ne? Der eine ist so, ne, bisschen auf entspannen, der ist... angestellt, so, da muss ich um nichts weiter kümmern. Und dann gibt's noch die Leute, die sind Macher, ja. Gunnar ist einer davon, der nimmt das Zeug in die Hand, der erschafft was Neues, so, und das sehe ich in ihm, ja, und deswegen, ich finde ganz großes, wirklich ganz, ganz großes Lob für so, auch für so viel Wissen, das er uns mitbringt, das finde ich halt stark, ne, Spoky, moin, moin. Also es ist wirklich jeder, der jetzt hier den Genuss oder in den Genuss kommt, von Gunnar zu lernen, ja, der wird eines Tages auch ein Maître werden. Zu 100%. Auch rein damit. Mit den Wontons. Wontons. Und dann holen wir die Wontons. Oh. Ganz schnell wieder raus. Prachtstücke, guckt euch das an. Aus. Bevor sie uns verbrennen und auf unser Tropftuch legen. Ja, und jetzt haben wir die letzten zwei, da haben wir mal gedacht. Nee. Jetzt würde mich interessieren, von welcher Sorte das Tropftuch ist. Okay, eine Antwort habe ich schon. Du musst das Eigelb auf Marzahnerart genüsslich in den Mixer kippen, nicht umrühren. Wichtig ist, dass du es nicht zu stark mixt. Mach es mit Gefühl wie Gunnar. Ich schreibe jetzt mal noch kurz. Ich habe noch eine Frage zwecks dem Abtropftuch. Welche Marke muss ich da nehmen? Gibt es da eine konkrete Empfehlung? Konkrete Empfehlung. Maître Gunnar. Ja, also da würde ich mich wirklich mal, also das interessiert mich halt einfach, was da jetzt geschrieben wird. Also ich hoffe mal, ihr könnt mir eine Antwort geben, weil das sind halt so die wichtigen Dinge, die man in der Küche braucht. Aus Marzahn, wenn der jetzt schreibt aus Marzahn, muss ich erst noch nach Marzahn. Aber es lohnt sich auf jeden Fall extra, um das Gericht jetzt hier fertig zu machen. Nehmen wir Original Marzahner Leberwurst. Ihr wisst ja, echte Marzahner essen gerne grobe Leberwurst. Herrlich. Kann er. Darum ein Stückchen Leberwurst auf die Wontons. Ja, das geht nicht ganz so gut hier ab, aber das machen wir noch. Keine Sorge, liebe Freunde. So, wieder wie ich es euch erklärt habe mit dem Ei, ganz wichtige Geschichte. Das Ei ist das Wichtigste an allem. Ja, man kann übrigens diese Wontons auch mit anderen Geschmackrichtungen machen. Ja, also wenn man jetzt mal nachmittags so überraschend Gäste kriegt für Kaffee und Kuchen, kann man die auch mit Marmelade füllen oder mit Nutella füllen. Das klappt also auch ganz gut. Oder andere Schokoladencreme. Ja, Bismarck-Heringe gehen auch, wenn man freitags die Wonton macht. Ja, also für unsere Fischfreunde. Einfach Heringe. Junge, überlegt euch das mal, Alter. Er gibt einfach die Tipps mit, so die ich brauche. Kann man auch mit Bismarck-Heringen füllen. Also da gibt es also... Keine Grenzen sind der Fantasie da gesetzt. Schmeckt alles sehr gut, haben wir alles schon ausprobiert hier in unserer Versuchsküche im 9. Stock. In unserer Hightech-Versuchsküche in Marzahn. Alles schon probiert, alles schon hergestellt hier.
und hat alles einwandfrei geklappt und gut geschmeckt. Weil ihr ich weiß nicht, habt ihr das Gefühl, er muss hier irgendwas kompensieren? Oder warum macht er eigentlich die Videos? Ist es so, dass er irgendwie was kompensieren muss, dass er irgendwie kein Leben hat oder so? Und dann muss er einfach... So, der hat so Komplexe und der muss erstmal drauf klarkommen, deswegen macht er die Videos oder so. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ihr wisst ja, wir haben ja extra keine Kosten und Mühen gescheut und nutzen diese Hightech-Küche, ja, damit wir sicher sind, dass die Rezepte auch funktionieren, damit ihr das nachkochen könnt, was wir hier euch an neuen Kreationen aus Marzahn zeigen. Aber ihr könnt das halt auch in einer ganz normalen Küche entsprechend kochen. Wie gesagt, wieder ins heiße Wasser rein. Immer schön vorsichtig, dass euch hier nicht verbrennt Öl, Entschuldigung, ins heiße Öl, nicht heiße Wasser, ist ja Fett. Zwischendurch umdrehen, ja, umdrehen, damit das nicht zu sehr anbrennt, ganz kurz, nur ein paar Sekunden. Es brennt doch, guck mal, das Ding ist doch jetzt schon schwarz. Das sieht man doch direkt, dass das Ding schwarz ist. So, da muss ich nicht lange gucken. So, also du, das heißt, nach ein paar Sekunden muss das Ding wieder raus. Aber er haut es dort einfach dort 10 Minuten lang rein. Hoffentlich ist es keine ernste Bronchitis. Ich habe schon Angst, ne? Vielleicht war es doch einfach Arschhusten. Vielleicht kam das hinten raus. Macht er da eigentlich Kulturaneignung schon? Also er möchte uns jetzt auf jeden Fall die asiatisch-Marzahner-Kultur näher bringen. Finde ich gut. Machen. Und dann können die Wontons hier auch schon wieder raus. Dann sind wir schon wieder fertig. Das andere ist zu braun. Können die... Nee, also das Problem ist halt... Ich weiß nicht, wie Gunnar zu braunen Sachen steht, zu braunen und schwarzen Sachen steht, aber ich glaube, er ist eigentlich jetzt nicht so der Befürworter. Deswegen ist das so was, was er eigentlich normalerweise wegwirft. Schätze ich jetzt ein. So schätze ich ihn ein. Ja, das ist bei AfD-Leuten generell so der Fall. Mabossi, danke für die 300 Bits, Bruder. Scheiße, ey. Junge, das ist Pechschwarz. Habe ich doch gesagt, der muss das Zeug eher rausbringen. Das ist doch dumm, wirklich. Das ist einfach nur traurig. Da hinlegen und können die entsprechend abtropfen lassen. Da müssen wir jetzt noch ein Männchen warten, dass die abgetropft sind. Ja. Und dann. Oh. Junge, das ist wirklich eine Bronchitis. Entweder hat er Corona, ja, oder er hat Bronchitis. Der hat eine schwere. Er hat schon eine schwere Bronchitis. Das könnte schon eine Influenza sein. Ja. Also ich sehe das kritisch, ja. So wie er hier gerade auch aufs Essen gehustet hat. Haben wir gleich ein wunderbares Essen. Ja, dann können wir jetzt anrichten. Wir nehmen ein wenig von unserer süß-sauer Soße als Dip in die Mitte unseres Tellers. Aber nur in die Mitte, Leute. Dann nehmen wir unsere... Junge, hat genau in die Mitte getroffen. Das ist ein Macher, ich sag's euch. Der hat Ahnung, so. Also der versteht was vom Fach. Wontons. Die sind doch richtig gut geworden. Weltklasse. Das sieht ja schon lecker aus. Ist einfach schwarz. Legen die schön schwarz auf den Teller. Auch schwarz. Liebe Freunde. Auch schwarz. Der hat einfach zwei, die nicht schwarz sind. Der Rest ist einfach auf der anderen Seite schwarz geworden. Da ist er. Und dazu natürlich ein Glas echten Pflaumenwein. Wohl bekommt's. Hoffentlich kostet er es. Der Pflaumenwein ist köstlich. Und oh, jetzt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Natürlich auch unsere Wontons wollen wir essen. Lecker. Wow. Ja, und wenn Sie sehen wollen, wie unsere Asia-Wochen weitergehen, dann. Liebe Freunde, schalten Sie nächsten Freitag wieder ein, 14 Uhr, bei Gunnar. Der hat noch nicht mal in die Füllung gebissen, ne? Der hat jetzt bloß den Teig gegessen. Eigentlich ging es ja um die Füllung, weil die Füllung ist ja weiter drin. Das ist halt ein bisschen schade. Kochshow, vielen Dank. Ja, da muss ich aber jetzt mal ohne Witz, das kannst du nicht haten. Das ist ein gutes Video geworden. Weil da bin ich jetzt persönlich auch irgendwo, ein bisschen überrascht, wie gut er das gezeigt hat. So, was haben wir denn hier so? Wurde schon kommentiert? Nee, hier habe ich keinen Kommentar weiter bekommen. Hier mit dem Abtropftuch, welche Marke muss ich da nehmen? Gibt es da eine konkrete Empfehlung, Metrikoner? Da wurde drunter geschrieben, feuchtes Toilettenpapier geht auch am besten mit Kamilleduft, damit der intensive Fettgeruch eine blumige Note bekommt.
Hi Alpha Kevin, ich weiß, du reagierst drauf. Liebe Grüße, Knacks Linky. Fresh. Grüße gehen zurück. Ja, nee, starkes Video auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir imponiert. Bin ich